Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Conker Live and Reloaded. Zu diesem besonderen, außergewöhnlichen Part, denn dieser Part wird anders sein als alle bisher zuvor. Vielleicht nicht so ganz, aber ein bisschen. Man hört es vielleicht schon erstens, ich habe ein neues Headset und zwar jetzt das Creative Vitality Pro, ficke dich ins Knie, wie auch immer das heißt. Ist, wie ich finde, ein schönes Headset. Jetzt muss es sich bloß noch in der Audioaufnahme beweisen. Und daher dieser Part. Und ja, des Weiteren könnte dieser Part hier jetzt mal in anderen Maßstäben laufen. Und zwar könnte das jetzt ein, ja, 16 zu 9 Part werden. Wir schauen mal. Aber erstmal knallen wir das Fieder ab. So, erstmal visieren und Kopf weg. Ach, scheiße. Halt's Maul. Wir sterben. So, dein Kopf ist auch dran. Oh, zu weit weg. Na komm. Lass mich deinen Kopf schießen. So, und hier war doch so ein Zombie-Wurm, oder? Kann ich dich gar nicht töten? Hä? Doch, ich muss dich töten können. Logisch. War gut. Okay, noch so ein Biest. Na komm. So, außerdem habe ich heute mal eine andere Aufnahmemethode. Ein bisschen anders. Aber das wird sie zeigen, ne? Ich weiß nicht, ob ich sie für immer und ewig beibehalten werde. Ach, verdammt. Ach, scheiße. Scheiß Würmer. Die sieht man auch nicht. Das ist doof. Ich habe keine Ahnung, wo die spawnen. Erstmal hier wieder die Waffe equippen und dann als erstes den. Und dich. Ach, die Viecher hätte. Die Waffe hätte ich schon früher haben müssen, ganz ehrlich. Aber mal ganz vorsichtig voranlaufen. Dass wir hier wieder in den nächstbesten Wurm rennen. Ja, diesen zum Beispiel. Ach, verdammt. Nein, 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 halt, halt, nicht runter. Verdammt. Runtergefallen. Okay, das ist eine scheiß Play-and-Response-Stelle. Geht mir gar nicht auf den Sack. Wie lange nehmen wir hier schon wieder auf? Ich habe schon wieder nicht auf die Uhr geguckt. Verdammte Scheiße. Ja, wieder hier. Super. Ach. Gut, aber jetzt weiß ich wenigstens ungefähr, wo die Würmer kommen. Wie gesagt, ungefähr. Ich hab's mir nicht gemerkt. Nein. Mann. Ach komm, jetzt. Und ich kann auch. Oh, das ist doch eine unfaire Scheiße, verdammt nochmal. Es geht doch nicht. Also wir werden hier, glaube ich, noch mehrere Game Overs sehen. Das tut mir leid, aber da lässt sich nochmal nichts dran ändern. Ah, das sind diese Spielmechaniken von damals. Die sind halt nicht so fair wie heutige Spielmechaniken. Obwohl. Wenn es danach geht, gibt es auch Spiele, die nicht fair sind. Auch heute noch. Demon's Souls oder Dark Souls zum Beispiel. Irgendwo hier spawnt er. Da war er. Ich arbeite mich jetzt einfach nur noch Pixel für Pixel voran und gut ist. So, hier war glaube ich auch noch irgendwo inner. Der müsste gleich kommen. Na, wo ist er denn? War ich jetzt zu langsam für ihn? Auch gut. Aber hey. Da ist er. Okay. Hier ist er. Komm, na komm. Verdammtes Vieh. Na komm, na komm. Komm jetzt. Ach Mann, jetzt habe ich gedacht, jetzt kann ich durchwaschen. Ja, jetzt, wo schmeißt er mich denn hin? Ins Nirvana schmeißt er mich weg. Der Sack. Diese Sackratte. Diese elende Sackratte hat nicht mal einen Sack. Ist nur ein Wurm. Du bist doch nichts als ein Wurm. Meine Fresse, ist das eine Scheiße. Verdammt. Daneben. Maul gehalten und still gesalten. Mitten zwischen die Augen, so hat das zu sein. So, hier ist der nächste Wurm. Weg mit vier. Du Ungetier. Ach, verdammt. Mit dem habe ich vergessen. Egal. Bin ja noch im Spiel. Ist ja noch nicht so schlimm. Waffe raus und drauf ich hauen. Conker macht sich gut als Schütze, ne? Beziehungsweise eigentlich nicht.
Als Van Hellen Abklatsch ist Conker schon gut. So, ich glaube, da bei der Fackel war er. Maul erhalten und umgelegt. Wo bist du? Ich weiß, dass du... Ja, da bist du. Nein, komm! Ach, ey, das ist doch eine Scheiße. Aber ich bin noch im Spiel. Ich bin noch im Spiel. Okay. Bin noch im Spiel. Alles, oh, ich habe gerade mal die Aussicht hier, sehe ich gerade mal. Sieht schick aus. Eigentlich sollte ich diesen Part überhaupt nicht in 16:9 hochladen. Erstens nicht, weil die anderen das nicht waren in 16:9. Und zweitens, weil ihr dann einen Vorteil habt, den ich nicht habe. Ein Spiel, das Spiel in 16:9. Alter. Gehen wir nicht auf den Keks. So, weitergehen. Hier ist doch 100 Pro noch inner. Ja, war klar. War so klar. War so klar. Jetzt mal Erlass hier. Ich habe keine Leben mehr. Ich bin jetzt vorsichtiger. Nerv nicht. Du Puppe des Todes. Oh Gott. Aber Horror-Feeling kommt hier trotzdem nicht auf, sondern einfach nur so unfairer Scheiße-Feeling. Alter, wieso habe ich den jetzt nicht getroffen? Ach komm. Ja, ist okay. Ich treffe den nicht, obwohl ich genau auf ihn ziehe. So, dann sind wir jetzt. Noch einer, verdammt. Okay. Geh einfach sterben. Du sowieso, du gehst mir eh schon die ganze Zeit auf den Sack. Dich kenne ich zwar nicht, aber hey, ist egal. So, ich glaube, das müsste jetzt alles sein. Hier durfte jetzt eigentlich nichts mehr kommen. Gut. Mir ist aufgefallen, wenn ich die Waffe equipped habe, kann ich gar keinen Doppelsprung machen. Das ist natürlich scheiße. Aber hey, ist egal. So, okay, jetzt sind wir am Haus angekommen. Sehen wir uns erstmal nochmal ganz kurz hier am Rand um. Das ist ja schließlich ein One Jump and One und Jump and Shoot so ein bisschen auch. Nicht, dass wir hier was übersehen. Nö, okay, gut. Ich habe mir jetzt übrigens die Disc-Version von Back to the Future The Game gekauft. Habe ich auch schon mal in der ersten Episode für PC Let's Played. Und ich spiele mit den Gedanken, nach Abschluss von Conker dieses Let's Play wieder aufzunehmen und die restlichen Episoden zu LPen. Als Wochenendprojekt dann wieder. Also hoffen wir, dass wir Conker schnell abgearbeitet haben, weil dann kann ich mich diesem neuen super tollen Projekt widmen, auf das ich mich schon wirklich freue. Ich spiele jetzt gerade nochmal die erste Episode auf der PlayStation. Aber jetzt mal schauen, was hier abgeht. Graf Konkula. Konkula. Wie ist Conker in die Klamotten gekommen? Welcome to my house. Please enter of your own free will and bring with you some of the happiness that is so evident in your face. And so lacking in my own. He's not getting there. Okay, I'll just cross this threshold here. I'm sure if that's of some significance. I don't think what it is. Anyway, my hairdo. What? Nothing. So, I seldom have visitors in these parts. What being out here in the middle of nowhere? On such a cold and gloomy night. Pray, follow me. You look as if you're in need of sustenance, and I have many things to eat and drink. Pray, follow. Oh, okay. Food, yeah. Hey. Essen und trinken ist gut. Getting a bit sick of chocolate anyway. This way. Essen ist gut. Ich habe keine Schokolade mehr. The house is in somewhat a state of repair. We're having a few refurbishments doing at the moment, and I was planning to have all this knocked through to make one big but anyway, well, I think we'll just stick to the conservatory for the present. Wintergarten ist gut, ja. My dining room. Ein komischer Typ. Aber bisher ist er mir noch sympathisch. Noch will er mich nicht töten. More Wein? Was die Engländer sagen zu Wein auch Wein? Wusste ich gar nicht. Doch, stimmt. Wein. Weinhaus hier, ne? Amy. You're not drinking then? No. I never drink Wein. So, who's this guy here? He looks like you. My, forefather.
He was a crusader. Okay. In a war of long ago. Went with the allies, with the squirrels and the panthers. That union, alas, was not successful. Yeah, and he had really stupid teeth as well. Didn't they have any dentists back then? Enough! Who are you to criticize me or my ancestors, whose blood runs into these veins? You are not of noble birth, and never will be. Ganz ruhig. Ruhig, Brauner, ruhig. Accept my apologies. Whenever you talk about my ancestors, I get somewhat touchy. Oh, that's all right. I know how it is. Family. Yeah. So, you been here long? About 300 years. Really? Das ist ja gute Zeit. Quite a big family, then. No, it's just me. Oh. What's that noise? The children of the night. What sweet music they make. Music? They're howling. What is that noise? Klingt wie eine Tür. Sounds like somebody's braying on the door. They don't like you either, I take it. Oh, the villagers again. It sounds like there's more of them this time. This could be your lucky night, Conker. I was going to kill you and drink your blood. But now I think I need your help. Pray, come here. Can we just go back a bit there? The drinking my blood bit? What's all that about? I said, come here. Dorfbewohner! Delicious. And familiar. Yes. Oh God, was ist los hier? You are my great, 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 great grandson. Conko. Welcome ja, to das the kann family. Passiert sein. Der Typ ist eine Fledermaus. Welcome indeed. I have a little task for you. These little villagers occasionally pop up to my establishment, have a little fun, and see if they can kill me. It's never worked yet. As you can see, I've had a few minor alterations to the house. We have the grinder. Ja, ein bisschen. And we have the pumps. And we have some other bits and pieces. It is your duty, your errand, indeed, the whole point of your existence as of this day is to fetch me the villagers. Pop them in the grinder and let me feed. You may feed er hat auch nicht bitte gesagt. But only later. Well? Oh yes, I forgot. You can only speak like what you are. A bat. Ja, eine Fledermaus. I am hungry. Wie nett von ihm. Okay. Wir wurden in eine Eichhörnchen-Fledermaus verwandelt von einem komischen Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßvater und das ist der perfekte Punkt, diesen kleinen Testpart mal zu beenden. Wir sehen uns im nächsten Part wieder von Let's Play Conker Live and Reloaded und dann mit weiteren spannenden Enthüllungen. Bis dann.